Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe hier übrigens so eine riesengroße Handtasche, liebe Leute. Ich war nämlich gerade shoppen. Ich war keine neuen Klamotten shoppen, liebe Leute. Ich war neue vegane Sachen shoppen. In den letzten Wochen habe ich so oft gehört, boah, Leila, hast du das und das schon probiert? Hast du schon den veganen Lachs probiert? Und oh mein Gott, dieser Thunfisch. Boah, du musst den probieren. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen losziehen und die Läden unsicher machen, ein paar vegane Sachen kaufen und die hier mal zeigen, demonstrieren, vorstellen. Das hier ist Teil 1, liebe Leute. Das hier wird nämlich ein Haul. Es kommt aber auf jeden Fall noch Teil 2. Ich werde die ganzen Sachen, die ich hier drin habe, nämlich noch verkosten. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt erstmal die Sachen, die ich gekauft habe. Ich habe nämlich bei Rewe und bei Aldi auf jeden Fall einiges eingekauft, was ich persönlich so noch nicht probiert habe, wo ich richtig, richtig neugierig drauf bin. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, im zweiten Teil der Verkostung werde ich begeistert sein von den Sachen. Ich habe, wie gesagt, schon einen sehr, sehr hohen Anspruch, weil ich so oft gehört habe, boah, die sind so lecker, die Sachen. Aber dann, wie gesagt, nochmal mehr im nächsten Video zu. Ich bin heute jetzt auch so gut wie gar nicht geschminkt. Ich hatte einfach schlicht und weg keinen Bock, ich bin ehrlich mit euch. Ich dachte mir, neben spannenden Produkten ist es vielleicht nochmal besonders spannend, auch die Eigenmarken unter die Lupe zu nehmen. Also auch Rewe sowie die Eigenmarke von Aldi. Fangen wir an mit den veganen Produkten der Rewe-Eigenmarke, liebe Leute. Das hier ist eine Fleischwurst am Stück. Das heißt, ich war sehr, sehr, sehr gespannt, weil die wohl auf Erbsen- und Ackerbohnenprotein beruht. Das heißt, ja, ich kann es nicht erwarten, die Sachen zu verkosten, ehrlich gesagt. Bei dem Produkt könnte ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich echt noch ans Original rankommt. Falls ihr die Produkte, die ich noch nicht kenne, schon mal probiert habt, schreibt mir sehr gerne einen Kommentar, wie ihr die findet. Ich bin sehr gespannt. Außerdem haben mich persönlich diese veganen Burger Patties sehr angesprochen. Ich finde, die sehen richtig gut aus. Die sehen so aus, als hätten sie sehr viel geschmackliches Potenzial. Eine bio-vegane Mozzarella-Variante, liebe Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie skeptisch ich bin. Ich habe schon mal vegane Mozzarella probiert und ich bin ehrlich mit euch, ich dachte, es kam mir hoch, ich konnte sie nicht essen. Mir wurde gesagt, die veganen Mozzarellas, die haben sich mittlerweile entwickelt, Leute. Ich bin also krass gespannt, Leute, weil es ist die Eigenmarke von Rewe, es ist bio und vegan und es ist halt Mozzarella. Also meine Skepsis ist, glaube ich, bei diesem Produkt mit am größten. Ihr werdet dann in einem meiner nächsten Videos sehen, ob das hier ein absolutes Fail-Produkt ist oder nicht. Habt ihr schon mal vegane Mozzarella probiert? Okay, Leute, mit das gehypteste Produkt gerade ist ja hier dieser Räucherlachs. Er soll wohl sehr, sehr, sehr nah ans Original kommen. Das heißt, ich habe direkt mal geschaut, ob es im Aldi ein vergleichbares Konkurrenzprodukt gibt von der Eigenmarke. Ja. Ich finde, diese Produkte sehen sich optisch einfach nur krass ähnlich. Ich glaube, wenn ich sie so auf dem Teller liegen hätte, ich glaube, ich könnte die auch definitiv nicht mehr voneinander unterscheiden, was von welcher Marke ist. Verdächtig nah, Leute. Nein! Okay, Leute. Komisch. Wevia for You GmbH und Co. KG. Gewerbestraße 1 in Böcklund, Deutschland. Rewe. Kommen wir zum Aldi-Produkt. Wevia for You GmbH und Co. KG, Gewerbestraße 1, Böcklund. Es gab wohl scheinbar einen Grund, wieso ich die beiden Produkte nicht auseinanderhalten konnte, Leute. Gleiche Produktionsstätte. Boah, jetzt, oh, jetzt bin ich richtig neugierig, Leute. Okay, jetzt geht's hier aber los. Jetzt bin ich richtig neugierig. Ich muss gleich auf jeden Fall die Kassenbons checken, welches günstiger ist. Es ist ja scheinbar... Moment, bevor ich euch jetzt Schluss erzähle. Nee, es ist fast dasselbe Produkt. Die Angaben unterscheiden sich minimal. Moment. Liebe Leute, ich habe das jetzt nochmal gecheckt. Die Nährwertangaben, die unterscheiden sich minimal. Das hier hat 4 Kalorien mehr pro 100 Gramm. Das ist also eigentlich gar kein Unterschied. Gleicher Fettgehalt. Hier ist 1 Gramm mehr an Kohlenhydraten drin. Und hier 0,1 Gramm mehr Salz. Okay, Leute, bei den Inhaltsstoffen gibt es auch kaum Unterschiede. In der Zutatenliste, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da ist immer das an erster Stelle aufgeschrieben, was am meisten vorhanden ist, also Wasser. Und dann ist das zum Beispiel so, dass man jetzt irgendwie 60% Wasser, 20% dies, 10% das hat. Diese Kleckerbeträge von irgendwelchen Sachen, so 0, irgendwas oder 1, irgendwas Prozent so und so, das halt immer am Ende. Und ich kann euch sagen, die Inhaltsstoffe entsprechen bis 1%, also quasi bis zum 1% Rapsöl, entsprechen die sich einfach, Leute. Und dann gab es noch so ein paar Inhaltsstoffe, die unter 1% zugesetzt sind. Die unter 1% vorhanden sind, die Inhaltsstoffe, also wie Aromen, färbende Stoffe und solche Sachen, die sind tatsächlich auch in der richtigen Reihenfolge aufgeschrieben. Das heißt, es ist fast das gleiche Produkt, Leute. Wie gesagt, die Nährwertangaben, die unterscheiden sich minimal. Krass! Oha! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte so eine richtig sanfte Überleitung haben von den Rewe-Produkten zu den Aldi-Produkten. Aber dass es so eine Überleitung gibt, dass es quasi dasselbe Produkt ist, das habe nicht mal ich erwartet, Leute. So hoch war mein Anspruch gar nicht. Wir machen jetzt also weiter mit den Produkten, die ich mir bei Aldi gekauft habe, von der Aldi-Eigenmarke. Der Grillspieß-Ticker, der hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Es gab auch noch verschiedene Sorten, auch nochmal Curry und Barbecue. Aber ich habe gehofft, dass Ticker vielleicht sowas wie Ticker-Masala-Geschmack ist, so in die Richtung. Mal schauen, wie das schmecken wird. Ich habe ja nämlich schon mal bei Aldi so Grillspieße gekauft. Das war aber in der Grillsaison. Und Leute, die waren der Hammer. Das heißt, da sind die Ansprüche wieder sehr, sehr hoch. Was ich mir auch von der Aldi-Eigenmarke gekauft habe, ist dieser Backofen für
Fisch. Ich persönlich liebe Fisch, Leute, und ich bin sehr gespannt, ob man richtig guten Fisch in vegan hinkriegen kann. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber auch da werde ich euch dann nochmal ein separates Video zu machen, wie ich den hier verkoste, und dann werdet ihr meine Live-Reaktion sehen. Apropos veganer Fisch und gehypte Produkte. Diese super teure Vegans Thunfischdose, Leute, die hat irgendwas mit 4 Euro irgendwas gekostet. Also veganer Thunfisch in der Dose, quasi so als Basis, wo man wirklich ja so viele Sachen draus machen kann. Okay, was ich gerade richtig cool finde, Leute, dieser vegane Thunfisch ist auch sehr lange haltbar, also über ein Jahr. Das finde ich schon mal Hammer. Abgesehen davon habe ich mir auch nochmal hier diese gehypte Thunfischcreme gekauft. Da wurde mir auch gesagt, es schmeckt original wie Thunfisch. Die ist auch höherpreisig gewesen, aber da wurde mir halt wirklich gesagt, Leila, da kannst du nichts mit falsch machen. Ja, ich hoffe, das enttäuscht mich nicht, Leute. Dann bin ich über eine Marke gestolpert, die hat auf jeden Fall mein Aufsehen erregt. Tofu Town, Leute. Ich fand das Marketing super ansprechend. Die Produkte waren tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Jetzt zum Beispiel hier so eine vegane Wurst, die halt einfach definitiv den Eindruck erweckt, als wäre das hier ein guter Currywurstersatz. 100% Bio, vegane Bratwurst aus Tofu und Weizeneiweiß in würziger Soße. Stelle ich mir geil vor. Mein letztes Produkt, bei dem ich besonders skeptisch bin, ist tatsächlich hier dieser Edelschimmelkäseersatz. So sieht der aus. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt drauf, Leute. Falls ihr den schon mal probiert habt, sagt mir auf jeden Fall sehr gerne Bescheid. Ich bin, wie gesagt, sehr skeptisch. Da habe ich nämlich schon mal, also jetzt gar nicht auf die Marke bezogen, aber generell auf so Schimmelkäseersatz und auf so Camembert und so, habe ich gesagt bekommen, da gibt es auf jeden Fall richtig gute, aber es gibt auch welche, die einfach nur den Geschmack von purer Chemie haben. Ja. Mal gucken. Ich teste doch gerne für euch, Leute. Das war es jetzt schon bei einem etwas größeren Vegan-Produkte-Haul bei Rewe und bei Aldi. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr jetzt schon kennt. Schreibt es mir, wie gesagt, sehr gerne unten in die Kommentare. Falls ihr mir noch nicht folgen solltet und meine Videos spannend findet oder auch gerne wissen wollen würdet, wie die Produkte alle schmecken, lasst mir doch gerne ein Abo da, ihr unterstützt mich sehr damit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald.